Okay. Kommen wir langsam aus unseren Schulden raus. Wir müssen gleich wirtschaftlich richtig reinscheißen. Es hilft alles nichts, Freunde. Um es mal auf den Punkt zu bringen. Es hilft alles nichts. Zombie-Apocalypse. Hallo und herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer weiteren gepflegten Runde. Let's Play Tropico 6. Oh yeah. Freunde, ihr seht's, wir haben ein ernsthaftes Problem. Unser Start ist extremst verschuldet. Penultimo wollte schon, dass wir uns hier heimlich verpissen. Nö, machen wir nicht. Wir haben jetzt alles dafür getan, damit unser Volk kurzerhand mal ein bisschen mit der Wohnungssituation zufrieden ist. Gesamtzufriedenheit. Wohnen steht bei 53. Da haben wir richtig reingeschissen. Wir haben immer noch Obdachlose. Warum auch immer, aber wir haben Tatsache ordentlich Geld ausgeben müssen, um unser Wahlversprechen einzuhalten, Leute. Das war ein ernsthaftes Problem. So, wir schauen mal eben gerade, was wir hier für Minen haben. Wir haben aktuell nämlich noch gar keine Minen. Wir produzieren Strom und haben... Doch, eine Mine haben wir, nämlich mit Kohle. Wir haben ein Bergwerk, ein Kohlebergwerk. So, wir brauchen dringendst Eisen und Waffen und mehr Öl vorzugsweise, weil, ihr seht, wir sind echt genatzt. Wie sieht's mit unserer Forschung aus? Die brauchen noch ein bisschen, weil wir brauchen 50.000 Leute, mindestens. Vielleicht schaffen wir es sogar, aus den Schulden rauszukommen, ohne großartige Staatsanleihen. Oh geil, wir können Rum exportieren. Rum produzieren wir doch ordentlich. Gesamtbonus 27.000. Da haben wir einen Bonus raus. Wir unterschreiben diesen Vertrag. Weil wir haben da jetzt gerade richtig Geld dann davon. Wir brauchen das Geld. Ultra dringend, Freunde. Rum exportieren. Wir haben, glaube ich, sogar zwei Häfen, ne? Ne, wir haben einen. Okay, Leute, wir haben einen Hafen. Und der ist hier oben. Alliierten schicken uns ein bisschen Kohlen. Wir haben echt Minus gemacht, Freunde. Präsident, habt ihr einen Freund? Natürlich, euer Hoheit ist unwiderstehlich für Schleimer und Ja-Sager. Solche Leute wider mich an. Wir sollen die Prohibition erforschen. Und wir können weiter exportieren. Gut. Was würde jetzt noch geil was einbringen? Nichts. Baumwolle. Schauen wir mal ganz kurz auf unsere aktiven Handelsrouten. Wir haben Zucker und Rum, was wir raushauen. Wir müssen... Oh yeah. Wir müssen auf jeden Fall... Haben wir genug Fleisch? Ich habe keine Ahnung, Freunde. Fisch haben wir jetzt nicht sonderlich viel. Fleisch an die Nazis? Nö. 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 Tabak haben wir nicht. Waffen haben wir noch keine. Zigarren haben wir nicht. Ja, dann hauen wir hier nochmal ein bisschen Zucker raus. Die sollen uns angemessen entlohnen, Freunde. Weil Öl ist momentan eher schwierig, Freunde. Und wir sollen erforschen. Und zwar hier, wo haben wir Staatsanleihe? Zu den Waffen, Autos für alle. Selbst arme Bürger können Autos benutzen, verschlechtert Ruf bei den Kapitalisten, Vermögensteuer. Verdienen sie pro Monat 5 für jeden reichen oder stinkreichen Erwachsenen, verschlechtert den Ruf bei den Kapitalisten, ja moin. Die mögen uns nicht, habe ich den Eindruck. Die scheinen uns tatsächlich echt nicht zu mögen, aber wir brauchen Geld und zwar sehr, sehr dringend. Alter Lachs. Lass uns doch mal schauen. Es gab einige Möglichkeiten. Nichts Illegales.
Naja, nichts, bei dem bewiesen werden kann, dass es Gesetze bricht. Dollar, ich weiß nicht, wofür das ist. Keine Ahnung. Hä? Wollen Sie 2500 Dollar für 2000 Dollar eintauschen? Was ist das für Blödsinn? Achso, das wird wahrscheinlich vom Schweizer Nummernkonto gelöst. Aha. Okay. Auf jeden Fall haben wir einiges zu tun noch, Freunde, wenn wir hier aus den Schulden raus wollen. 37.000 Miese, alter Lachs. Wie sieht's hier mit der Forschung aus? Es dauert noch ein bisschen. Wir haben auf jeden Fall eine Wissenschaftsproduktion, aber wir brauchen vielleicht mehr Wissenschaft. Alter, dieses Minus, ne, geht mir mega auf den Senkel. Die Leute wohnen hier. Selbst hier gibt es Leute, die hier wohnen. Ich finde das geil. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Warenausgang. 36.000. Frachter macht in etwa 16.000. Das ist ziemlich wenig. Muss man ja mal sagen, ne? Das ist echt wenig. Aber wir exportieren gerade rum des Todes. Oh mein Gott. Wird es langsam was? Wird es langsam was? Wir sollten ein bisschen noch aufpassen. Wir könnten noch was an der Verfassung aufhebbar. Könnten da noch was machen. Möchte ich aber gar nicht. Es ist so alles super. Reich offene Wahlen. Militär, Miliz, Berufssoldaten müssen. Berufssoldaten, Kirche und Staat. Änderungen, Butz. Wirksam bis Oktober 1940. LOL, okay. Kommen wir langsam aus unseren Schulden raus. Wir müssen gleich wirtschaftlich richtig reinscheißen. Es hilft alles nichts, Freunde. Um es mal auf den Punkt zu bringen. Es hilft alles nichts. Jeder hat Freunde, nicht wahr, Press? Ja, haben wir. Wir wollen nur ein bisschen Kakao gleich herstellen. Wir müssen sowieso in die Wirtschaft investieren. Sonst sind wir genatzt. Die Bürger verlangen nach Wahlen, Präsidente. Es hat den Anschein, als wollten sie mitentscheiden, wie sie regiert werden. Wie egoistisch. Ich werde eine großartige Rede halten. Problem anerkennen. Die Gesundheitszufriedenheit. Wohnungszufriedenheit ist wieder runtergegangen. Supermacht beschuldigen wir. Beschuldigen die Achsenmächte. Wir loben die Kapitalisten. Die Achsenmächte beschuldigen. Verbesserung. Nahrung, Gesundheitsversorgung. Die ist echt scheiße. Verbesserung versprechen? Nö, eigentlich nur. Wohnungszufriedenheit hatten wir. Spaßzufriedenheit, Glaubenszufriedenheit, Gesundheitszufriedenheit. Gesundheitszufriedenheit. Komm, wir halten unsere Rede. Meine Freunde, mein Volk, willkommen im goldenen Zeitalter des Wohlstands für jeden lebenden Einwohner Tropikos. Euer Vertrauen hat es möglich gemacht. Euer Vertrauen in mich. El Presidente. Euer Präsidente hört die Rufe der Kranken. Ihr sagt, es gebe nicht genug Ärzte, um all eure Leiden zu benennen. Bald jedoch sollt ihr die Namen all eurer Krankheiten kennen. Unser anhaltender Wohlstand wird von den Kapitalisten unterstützt.
Wir danken. Wir sind dankbar für die vielen erfüllenden Arbeitsplätze, die ihr für mein Volk schafft und für eure progressive Einstellung zur Besteuerung. So wie wir unsere Freunde loben, so verurteilen wir unsere Feinde. Die Achsenmächte wollen die Welt neu ordnen? Nu! Lasst uns von der Gesundheit der Nation sprechen. Mehr Ärzte, höre ich da? Aber das reicht nicht aus. Wir brauchen bessere Ärzte, die für geringere Bezahlung länger arbeiten. Ich danke euch, meine Freunde, denn ihr habt mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Ich bin stolz, Tropicos Presidente zu sein. Viva Tropico! Okay, Freunde, aktuell steht es für uns doch ziemlich gut. 97% für uns, niemand gegen uns, aber 3% Enthaltungen. Das heißt, wir dürfen uns schon mal drauf freuen. Wir müssen uns also sehr, sehr bald um unser Gesundheitswesen kümmern. Wir haben, glaube ich, exakt eine Klinik. Das ist die hier. Nee, das ist die Zeitung. Da ist sie. Kacksalber. Ja, moin. Wir brauchen eindeutig mehr Ärzte. Und dafür brauchen wir mehr Leute, die mal die Uni besuchen. Eieiei. Leute, Leute, da haben wir echt ordentlich noch zu tun. Oh Mann, ey. Nebenbei noch schnell was abklären wegen anderen Aufnahmen nachher. Grüße an eins Frau gehen, by the way, raus. Wir werden heute noch ein bisschen GTA produzieren. Feuer wütet in Tropico. Dann werden wir doch mal instantly reagieren. Reagiert der direkt? Alter, hier brennt alles lichterloh. Als ob ihr kein Feuerwehrauto habt. Der läuft hier zickzack besoffen durch die Gegend. Ja, moin. Aber sie löschen es. Geil. Können wir die Feuerwehr upgraden? Kalter Krieg, Hochwurst. Oh, wow. Okay, auf jeden Fall, das läuft. Haben wir hier noch Möglichkeiten, was zu machen? Nö, eigentlich nicht, ne? Wird heute wieder eine etwas kürzere Folge. Aber ich glaube, wir haben es bald fertig mit den Minus, vorgeschriebene Siesta am Arsch. Stadtentwicklung, Kindergeld. Wir könnten mit Sicherheit bald die Staatsanleihe anleiern. Gott, war der schlecht. Ich hätte ganz gerne noch eine Bibliothek. Generiert Wissen. Weil wir brauchen mehr Wissen. Das ist eindeutig so. Weil sonst haben wir auf Dauer wieder ein Problem. Ja, wir haben haufenweise Probleme momentan. Zack. Baut mir den Mist. Wir müssen mehr Wissen generieren. Also Leute, 98% sind auf jeden Fall für uns. 2% enthalten sich. Niemand gegen uns. Das ist ja eigentlich schon mal übertrieben gut, oder nicht? Ja. Wir haben eine Diktatur aufgebaut und yo, die finden es geil. Schönes Ding, ey. Richtig schönes Ding. Ein Zückre-Stückchen von Folge, muss ich wieder sagen. Sehr gut.
Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Geben und nehmen. Wälder roden wollen wir nicht. Wir haben kein Geld dafür. Das ist ein... wow. Die haben ja alles ziemlich weggerodet. Bei dem nächsten Geldeinschub müssen wir uns hier auf jeden Fall drum kümmern. Die Bibliothek wird aktuell gebaut. Also im Wesentlichen muss man sagen, es läuft jetzt besser. Ja, wir haben eine Finanzkrise gehabt und diese konnten wir abwenden. Verdammte Scheiße, war das eine heftige Nummer. Ihr wisst ja, aufgeben und so ist nicht unbedingt die geilste Option. Ja, wir müssen hier dafür sorgen, dass die ganz schnell wieder ihre Setzlinge ballern. Ah, da kommen Schiffe, sehr gut. Also eins zumindest. Anhalten, ganz schnell auf Pause. Upgrade. Und jetzt können wir uns wieder die Baumschule nicht leisten. Keine Monedos. 8-7. Verdammte Scheiße, Mann. Effizienz wird um 25... Oh, lol. Arr, lasst mich zum Punkt kommen. Wir müssen den Bürgermeister bestechen. Ja, müssen wir jetzt 10.000 ausgeben, die wir nicht haben. Ja, müssen wir Gold liefern und da wird es dann problematisch. Wir haben nämlich keins. Noch nicht. Oha. Das heißt, wir haben auf jeden Fall in der nächsten Episode gut zu tun. Hier ist die Baumschule. Die müssen echt mehr Setzlinge raushauen. Für mehr Effizienz. Alter Schwede. Das könnte unter Umständen ganz böse für uns enden. Ich bin mir sicher, dass die guten Bürger von Tropico für euch stimmen wollen. Jo, werden sie wohl. So, beide Gebäude haben Baumschule. Gut, jetzt sehr bald ist die Wahl. Und das seht ihr erst, also das Wahlergebnis, in der nächsten Episode. Denn für heute sind wir am Ende einer Episode angelangt. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Lasst dem Kanal doch ein Abo da, damit ihr künftig keine Inhalte mehr verpasst. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage schön mit Ö. Und noch einen wunderschönen Tag. Ciao. Do.